Einen wunderschönen, meine lieben Butterblümchen. Ich begrüße euch. Wir machen jetzt hier ein Liebesorakel für Singles. Jo, ich habe mir gedacht, wir haben ja auf den November geguckt für die allgemeine Liebe, Reading, für die allgemeine Liebe. Jetzt wollen wir eine Liebessituation. Jetzt gucken wir auf den November für die Singles. Und wir gucken mal, was gibt es denn so im Laufe des Novembers? Kommt da noch mal was Empfehlenswertes oder kommt da nichts mehr? Trübst du im Dunkeln oder fischst du im... Mein Gott, meine Sprichwörter, ich sollte es echt lassen. Trübst du im Dunkeln? Fischst du im Trüben oder wie ist das? Gucken wir mal. Die springen aber gut heute. Mann, Mann, da gibt's aber, da gibt doch was, da kommt doch was, Mensch. Einmal mische ich noch. Und was da nicht kommt, das möchte sich auch nicht zeigen. Schrubbelidum. Schnipp, schnapp. Für alle, die das andere Video von mir nicht geguckt haben, was ich heute hochlade, es hat geklappt. Wir haben eine Wohnung. Es hat alles geklappt. Leute, 3 Wochen vorm Termin. Ist das nicht krass? Alles gut für die, die es interessiert, die das alles mitbekommen haben. So, ne? Mein Chaos. Und dann wollte ich noch was sagen. Kommendes Wochenende mache ich wieder einen Livestream. Und da geht es, da könnt ihr wieder vorher eine Frage stellen. Ich fand das sehr angenehm, sehr organisiert und nicht so chaotisch, wie sonst meine Livestreams so sind, ne? Ich meine, die sind ja wirklich legendär chaotisch. Und darum können wir das wieder so machen. Kommenden Samstag, 20:45 Uhr. Und ihr könnt eure Frage über WhatsApp oder meine Homepage stellen. 5 € eine Frage. Und die könnt ihr mir, meine Nummer, meine Homepage und so weiter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ne? Das ist jetzt hier ein allgemeines Reading. Also bitte, wenn du das Gefühl hast, ah, das geht ja gar nicht, das kann doch gar nicht sein, dann lass einfach weiterziehen. Ne? Dann ist es jetzt heute nicht deins und beim nächsten Mal garantiert nicht. Weiß ich nicht, meine ich. Garantiert weiß ich es nicht. So, garantiert nicht. So, warten mal. Ja, ich komme nicht dran. Ich muss mich hier mal eben verbiegen. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Was bringt der November dir? Was schneit ins Haus? Die große Liebe? Oder vielleicht der Ex, der wieder zurückkommt? Oder gar nichts? Wir gucken jetzt. Einmal mische ich hier noch durch. So, passt mal auf, wir machen das jetzt hier, so habe ich das gerade bei der anderen Legung auch gemacht. Wir staffeln das Ganze jetzt folgendermaßen. Hier haben wir so die Ausgangssituation und was ganz nah liegt schon, ne? Was sich alles so zeigt, damit du dich da auch reinfühlen kannst überhaupt. Dann haben wir hier den November, den weiteren Verlauf des Novembers hier so nach unten hin liegen. Ich gucke mal, ob ihr alles sehen könnt. Und das ist hier so und hier. Legen wir die Karten hin, was sich so im Weg noch stellt, wo noch Probleme sind, was auch immer. Wir gucken mal, was sich hier zeigt. Und hier unten sind dann die Sachen, die dir positiv einfach auch weiterhelfen oder positiv in irgendeiner Weise interagieren. Du weißt, was ich meine. Meine Gute, du verstehst mich schon. Ist aber trotzdem allgemeines Reading, ne? Habe ich schon gesagt? Ja, gut. So, dann geht's jetzt hier. Oh, die Sonne scheint. Na, guck mal. Du bist gerade in so einem Umbruch, will ich vielleicht, ja, doch, so ein bisschen. Du bist gerade so auf einem ganz neuen Weg. Vielleicht hast du es sogar schon selber gemerkt, für dich selber. Du willst noch mal irgendwie was ganz anderes. Und ja, hast du auch da so ein bisschen deine Prioritäten vielleicht in der letzten Zeit verschoben oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich im Laufe der Zeit bei dir sowas verändert. Hier haben wir den Sarg liegen. Du bist in dir auch gewachsen. Und ja, du wirst auf jeden Fall, weißt du genau schon, was du möchtest, was du nicht möchtest auch. Natürlich. Ne?
Und das ist so, dass du suchst hier schon, nicht suchen, aber du strebst schon danach, auch so diese Verbindlichkeit einzugehen, ne? Also das Glück zu finden. Sagst auch so, ich wäre auch erstmal mit dem kleinen Glück zufrieden. Ich möchte gar nicht sofort die Hollywood Love Story, ne? Das ganz große Kino. Klar, hätte ich das gern, ne? Wer hätte das nicht gern? Aber das ist gar nicht das, wo meine Erwartung drin liegt, sondern es sind die kleinen Dinge, die mir so wichtig sind. Aber da möchte ich dann auch nicht von abgehen, sondern da bleibe ich dann auch, möchte ich mich nicht verbiegen für jemanden oder, ne? Ich denke mir, das ist auch ein ganz großes Thema, sich für jemand anders zu verbiegen, verändern lassen, was auch immer. Na, das möchtest du nicht mehr. Also wir haben hier erstmal am Anfang ist es noch ein bisschen schwer. Die Blockade sehe ich da auch eher in dir so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, gucken wir mal hier, da können wir vielleicht schon. Also was da so ein bisschen schwierig ist, guck mal, habe ja gesagt, ich sehe da in dir so ein bisschen die Blockade und da geht es darum, so das ganz Feste einzugehen. Es ist vielleicht schön, mal so ein bisschen zu gucken, ach, ne, wo hätte ich noch Chancen oder wo ist überhaupt so, wo stehe ich überhaupt? Aber dann so, wenn es ganz ernst wird, ha, dann ist da doch oft so ein Gefühl, wo ich sehr, sehr unsicher bin oder da, ne, wie auch immer was. Und da geht es eben genau darum, jetzt hier fest und verbindlich. Aber auch hier haben wir den kleinen Neuanfang stehen. Das heißt, du bist da auch nicht der Typ, der da blind jetzt in was reinrennen würde, so wie ich dich wahrnehme. Ne? Das ist ja auch so, dass ich ein bisschen was erzählen muss, damit du auch gucken kannst, für dich passt das hier alles für dich überhaupt. Ne? Resonanzmäßig. Ja, also nicht so der Typ, der sofort blind in was reinrennt und sagt, boah, zack, bumm, da bin ich, ne? Eher so ein bisschen vorsichtiger und ich glaube, du magst es auch mehr, eher, wenn der Mann nicht sofort sagt, juhu, mein Sternenblatt, ich werde dich vergolden und in mein Wohnzimmer stellen oder so, ne? Also so, das ist gar nicht das, was du möchtest, sondern wie ich das vorhin schon sagte, es geht so um die kleinen Dinge bei dir und bist auch nur bereit, erstmal so kleine Schritte und du magst das wohl auch eher, wenn der Mann da etwas verhaltener ist am Anfang, ne? Zwar seine charmant, aber doch verhalten und nicht gleich dir die Sterne vom Himmel zu holen. Und da gehst du dann eher wohl einen Schritt zurück als einen Schritt nach vorne. Ne? Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht, dass dir da jemand war, der dir gesagt hat, ich heirate dich vom Fleck weg und ich würde sogar eine Großfamilie mit dir gründen. Und zack, weg war. Schneller als du gucken konntest, ne, sag ich mal. Dann wird das ja auch so ein bisschen das erklären. Gucken wollen wir aber auch auf die Positiven. Ach, guck mal. Naja, aber du hast auch was zu bieten, meine Liebe. Nämlich, wenn, dann hast du dich auch entschieden. Ne? Also wenn, dann ist das auch, dann bist du da auch verlässlich und so weiter, wenn du dich für jemanden entschieden hast. Ne? Und ich sehe das wirklich tatsächlich auch, dieses, guck mal, wir haben das Buch hier liegen, also das ist ja so diese positiven Aspekte, dass du da eher am Anfang ein bisschen zurückhaltender oder eher, ne? Das ist eigentlich als positiv zu sehen, ne? Das ist so deine innere deine Sicherheitszone, ne, die du dann unter bestimmten Bedingungen ja auch verlässt. So, ich sehe da auf jeden Fall noch jemanden kommen. Hier haben wir ihn liegen, ziemlich zum Ende vom November aber erst, ne? Da ist vorher, ich habe ja gesagt, vorher stehen da nochmal so andere Themen an, in dir nochmal so zu gucken, was will ich jetzt hier fest, ne? Dieses, da geht's, was ich die ganze Zeit sage, es geht immer wieder um dieses Feste, ne? Verbindliche Feste, ne? Aber ich habe ja auch hier mit der Sonne und dem Sarg heißt, da ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung bei dir passiert. Du bist in dir vom Wesen her unheimlich positiv gewachsen und ich denke, bist auch jetzt bereit, da was Festes einzugehen. Aber halt mit einem langsamen Tempo und mit kleinen Schritten. Ne? Aber ich denke, und wenn er kommt, er liegt hier auch als sehr, erstmal
möchte er gerne sowieso, Thema männlich, möchte sehr männlich stark, der starke Part sein, ne? Es gibt ja da auch Männer, die möchten gar nicht der starke Part sein, oder es geht ja nicht um Dominanz hier, ne? Sondern um eher, was ich ausstrahle, ne? Für was ich stehe. So, mein Papa, der war bei uns in der Familie immer der Fels in der Brandung, und das war ja auch nicht irgendwie einer der Bodybuilder und dies, sondern darum geht's gar nicht. Aber der hat in sich so eine unheimliche Sicherheit ausgestrahlt. Für einen als Kind jetzt auch besonders. Nicht wackelig, sondern ganz stabil in sich so, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was du möchtest, und nicht mehr so was, was auf wackelige Beine noch steht. Du weißt, was ich meine. Auf der anderen Seite aber auch sehr zuverlässig. So, und da haben wir doch nochmal, da gucken wir mal ein paar Klärungskärtchen, meine gute Schnute. So. Aha. Ja, gut, er ist schon einer, der auch, das macht dann eben auch, materielle Dinge. Also es muss schon alles auch laufen. Er möchte schon da seine Sicherheit auch so haben, ne? Stabil. Das ist aber auch vorteilhaft, weil so ist er dann auch in der Beziehung, in deiner Partnerschaft, ne? Also, und das ist ja auch das, was du eigentlich suchst. Genau dieses, okay, zuverlässig, stabil, der muss mir gar nicht jeden Tag sagen, was, dass ich seine Traumfrau bin. Der muss es leben und mir zeigen, ne? Im Alltag. Da und in schwierigen Zeiten, ne? Wenn man die Traumfrau ist, dann geht man durch dick und dünn. Dann ist egal, dann kann, weißt du, dann hält man sich immer die Hand, wenn eine Welle kommt, ne? So, da geht's dann in die Sicherheit. Oh, ich habe gute Aussicht. Ich habe gute Nachrichten, meine Gute. Hier haben wir übrigens auch noch mit den Blumen, das heißt, das Ganze kommt auch so ein bisschen auf dich zu. Das sind diese Zufallsbegegnungen, ne, die sich ja jeder gerne wünscht. Damit will ich aber jetzt nicht sagen, setz dich zu Hause auf dem Sofa und warte den November ab. Ne? Stell dir ein riesen Fresspaket dahin, dass du das Haus nicht mehr verlassen musst. Nimm dir Urlaub und dann warte, bis er kommt, so nach dem Motto. So ist das auch nicht gemeint. Ne? Aber das ist so ein bisschen was so... Oh, hätte ich ja gar nicht gedacht, so. Ja, da kommt ordentlich was in Bewegung. Ja, bei dir auch nochmal. Aufregung kommt da auch nochmal. Also das geht nicht sofort und alles. Ja, ihr seid da beide noch sehr vorsichtig, aber auf einer Art, die absolut okay ist und auch dazugehört irgendwie, wenn man sich festbindet, finde ich, ne? Also, wie lange, was haben wir? Oh, wir haben kurze, knackiges Orakel war das jetzt, finde ich. Aber ich ziehe auch dir noch einen inneren Buddha. Meine gute Schnute. So. Huppala. Da ist sie. Gewinne, 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 meine Damen und Herren. So, jetzt hier. Das Glück liegt im Leben selbst. Ja, frag dich nicht, wo du dein Glück findest. Ne? Es ist da. Du entscheidest in jedem Moment selbst, wie du dich fühlst. Denn Glück ist eine Sache deines Denkens. Boah, da kriege ich eine Gänsehaut. Und jetzt ohne Witz. Das geht so durch bei mir, ich bin da so überzeugt von. Ich sag das immer wieder auch zu meinen Kindern. Wenn die dann irgendwie, ne, Pubertät und alles scheiße und so, dann sage ich immer, ey, du willst das gerade. Du entscheidest gerade, dass das scheiße sein soll. Die ist da jetzt gerade nach. Du willst das jetzt gerade scheiße finden. Ich sag, dann sag auch, Mann, ich will jetzt gerade mal auch diese Scheißphase haben oder so, ne? Dann, ich sag, dann seh das aber bewusst und sag dir, zack, das ist ein Scheiß, aber nicht so, oh, mir wurde was vom Schicksal auferlegte Scheißphase sozusagen. Das ist nicht so, ne? Es ist Ansichtssache, das Denken schafft es. Leute, versucht's doch wenigstens mal. Für die jetzt sagen, ach, ne, das ist bei mir ganz anders. Versucht's doch mal. Aber nicht nur ein, zwei, dreimal und sagen, boah, ich habe es jetzt dreimal versucht und immer noch nicht, ich bin immer noch nicht im Schlaraffenland. Ne? Man muss das schon mal eine Zeit lang auch mal ein bisschen zulassen. Ne? Und auch nicht dann mit, noch gar nicht mit einer Meinung oder so, sondern es einfach mal wirken lassen vielleicht. Einfach mal, was hast du zu verlieren, sag ich. Ne? So. Jetzt bin ich aber raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen netten Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten nicht.
Ich wünsche euch alles Liebe, meine Guten, ne? Tschüss!